Naja, ob die jetzt wirklich immer hilft, weiß ich. Ey! Hier kommt eine Spinne! Einfach hoch! Das geht hier nicht! So, du kannst mal weg. So, kann ich hier. Nee. So, runterbohren, Tatsache. Und jetzt versuchen wir wieder diesen komischen Kerl. So, was muss ich denn hier mit dem machen? Ich glaube, ich muss irgendwie über den drüber springen. Aua. Ah, okay, ich muss den komischen Knopf drücken. Der muss da droht durchlaufen, du musst ihn da reinlocken. Ja, das ist aber gar nicht mehr so einfach. Verdammt. Nein! Ach. Ja, ich komme ja nicht mal rechtzeitig weg. Ach. Muss ich hier durchfahren? Ohne getroffen zu werden? Ja. Oh, das ist ein. Ich bin teilweise fühle ich mich so überrumpelt von dem Spiel, weil es einfach so viele Sachen hier gibt. Oh Mann, da gibt's so viel zu entdecken und so viel Humor und. Dass ich teilweise vergesse zu reden. So, ein bisschen heilen. Ja, danke. Juhu. So, das Level machen wir noch fertig. Ich weiß nicht, wo ist jetzt, welches ist jetzt der Endboss? Der obere Weg oder der untere Weg? Ach, komm. So. Willst du bitte sterben? Danke. So, komm, jawohl. Ich glaube, hier muss. Ja, komm, wir gehen jetzt hier lang. Sieht mir nicht aus wie ein Würmchen. Ja, aber es sieht nicht aus wie ein Endboss. Komm schon. Shark. Ja, ich will nur gerade den richtigen Knopf drücken. So. Ich sehe ja das Gamepad nicht, deshalb muss ich ja quasi so. Oh, wie. Also, ich bin wirklich. Leute, ups. Die Monsterbibliothek wollte ich mir eigentlich ein andermal anschauen. Ich wollte eigentlich jetzt. So. Nee, ich will nicht die Monsterbibliothek, ich will die Karte, danke. Es gibt hier so viele Sachen, ich fühle mich echt teilweise überfordert von dem Spiel. Also auf positive Weise aber. Okay. Los. Schnell durch, einfach durch. Da fehlt uns noch einer. Wow. Roboterärmchen. Rank aus ein hoch wohlgeboren stattet unserer Fabrik einen Besuch ab. Das mit dem Lesen üben wir aber noch mal bei dir. Ach, was soll dieser Krach? Unbedeutendes Ding! Ich bin auch nackt. Es ist toll, die leichte Brise auf der Haut zu fühlen. Was? Trotzdem spare ich für Klamotten. Da drüben gibt es einen tollen Laden. Ich bin nackt! Nicht. Im Ernst? Ach so. Nicht, ja. Im Ernst, hör damit auf! Ich bin nackt, im Ernst? Komm. Jawoll! Und die Geräusche noch. Falsche Serie. Aber da, guck mal, da sind Juwelen. Wie komme ich da dran? Der coole Shop. Ja, aber ich habe Angst vor den Stacheln. So,
Der Shop ist in der Haus. Wir müssen dauerhaft Shop reden. In der Shop. Oh, Granites nachladen. Was für Granaten. Oh, wir kaufen auf jeden Fall mal die Waffen. Money, 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 oh, verdammt, jetzt habe ich doch Waffen-Upgrade. Kann ich noch kaufen? Aber ich würde lieber Waffen-Upgrade kaufen. Das finde ich cool. Und dann würde ich sagen, geht's wieder raus. Mach mal, zeig mal die Skins. Nee, die Skins gucken wir uns ein andermal an. Die Skins sind jetzt nicht so wichtig, weil ich will ja... Oh! Hast du das gesehen? Das war knapp. Das war Können. Naja, so halbwegs. Das ist jetzt aber eine neue Welt. Okay, es hat gespeichert. Ich würde sagen, fürs erste Mal haben wir uns einen guten Eindruck vom Spiel gewonnen. Ich komme gar nicht so richtig zum Reden. Ich bin dauernd sieht man irgendwas und dauernd ist irgendwas, was so einen fasziniert und wo man weiß gar nicht, wo man den Blick hinwerfen soll. Ich bin vor allem auch mal gespannt, wie du dich spielerisch beim nächsten Mal. Das sind bestimmt witzig. Das glaube ich auch. Das hoffe ich ja wohl. Ich will nur mal ganz kurz. Oh, cool. Ja, das wird auf jeden Fall lustig, wenn du beim nächsten Mal spielen darfst. Ich würde dann mal sagen, also auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank, Nele, dafür, dass du uns das geschenkt hast. Das Spiel macht ziemlich Spaß. Es ist so abstrus und so cool und einfach so übertrieben, wie so ein Trash-Film. Sharknado in Spieleform. Ja, Sharknado. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Also dann, wir verabschieden uns. Ich sag tschüss. Cheerio, the king has left the building. Heidio, meine Freunde, und herzlich willkommen zur neuen Aufnahmesession von Hell Yeah! Ich bin natürlich nicht allein, dieses Spiel wird wie immer zusammengespielt. Mit Ripka. Die sich irgendwie gerade nicht vorstellen wollte. Ich glaube, du kannst noch ein bisschen weiter vor. Die auch heute am Gamepad ist, das wird also sehr unterhaltsam, sehr spannend. Sie hat gerade ein bisschen die Steuerung sich so angeschaut, ein bisschen geübt. Wir gucken mal, wie gut sie jetzt letztendlich damit zurechtkommt. Schon falsch gedrückt. Das wird bestimmt unterhaltsam. Ich glaube, du musst nach links. Dieses Spiel wurde uns... Kriegst du es hin? Ja, du kriegst es hin, okay. Dieses Spiel wurde uns geschenkt von der guten Nele. Das möchte ich an der Stelle nochmal hervorheben. Sir. Ja? Ja, ich wurde übrigens... Nele fand das mit der Stimme genauso toll wie Rübka und das wird mir meine Stimme kaputt machen, wie der Ash redet. Ihr müsst die Säge hier lassen. Am besten ohne einen Aufstand zu machen. Keine Waffen in diesem Bereich. Das habt ihr selbst so bestimmt. Was? Komm nicht in die Tüte! Leider muss ich darauf bestehen. Ich werde sie inzwischen verbessern. Ihr werdet nicht enttäuscht sein. Okay, oh, du hast da diesen letzten Gimmick verpasst. Dieses letzte Objekt. Hier kannst du noch nicht. Nee, wenn du hochspringst. Spring mal hoch. Da. Ah, ja, super. Da unten, dann kannst du nicht. Dann musst du mal... Was? Ach so, uns wird jetzt die Säge weggenommen. Ah ja, ups. Du sollst nach rechts, nicht nach links. So, hast du denn jetzt noch irgendwelche Waffen? Okay, du springst ganz normal? Nö, hab ich nicht. Okay, du hast gar keine Waffen, sehr cool. Das ist genau das, was wir nicht wollen. Ja. Dann musst du, ja, du musst über ihn hinweg dann springen. So. Du schon wieder? Was machst du? Wie machst du das? Wehe, du verbietest noch mehr. Mir noch mehr. Würde ich nicht wagen. Ich zeige euch, wie man an den Wänden springt. Oh nein. Nein. Das ist perfekt, dass du heute spielst. Lass mich raten. Ein Doppelsprung nahe einer Wand und zack. Ich hüpfe wie ein Flummi. Ein Doppelsprung, ja, Sir. Nahe einer Wand. Aber ihr müsst die Taste gedrückt halten. Es ist unerlässlich, die Sprungtaste. Gedrückt zu halten?
Alles klar, ich bin ja schließlich nicht blöd. Ich glaube, ich kriege ihn diesmal auch nicht ganz so perfekt hin wie beim letzten Mal. So, und sammle erstmal die komischen Dinger hier ein, was auch immer das sein mag. So, ja. Das ging ja einfach. Ja, Moment, da ist noch oben einer gewesen. Ja, das ist ja langweilig. Der macht für dich automatisch den Sprung. Och, Menno, das ist so langweilig. Oh, ich hab's direkt. Was willst du? Ich hatte schon gehofft, es wird viel lustiger. Mann, ich habe jetzt hier auf den total tollen Witz gehofft und dann sowas. Willst du? Hallo! Oh, ein Döner! Das wär's jetzt! Oh ja. Nein, hallo, wir spielen hier gerade mal. Wie bitte? Wachen, der Eindringling ist hier. Schnitter, zur Rettung, los geht's. Ich glaube, du musst jetzt vor diesem Geist wegrennen. Du schmeckst sicher besser, als du aussiehst. Das finden wir gleich heraus. Was? Wie kannst du es wagen? Meine königlichen Flammenwerfer beschützen mich vor solchen Rüpeln wie dir. Oh, die sind mir ja gar nicht aufgefallen. Diese dilettantischen Monster sagen einem auch noch, wie man sie besiegt. Heißen Dank! Okay. Ich glaube, du musst da hoch, ja. Einmal Döner mit Schaf. Ich glaube, du musst da so hinrennen, dass das von dem Feuer attackiert wird, das Monster. Du musst also über es hinwegspringen. Nicht weiter rennen. Was machst du? Nicht da hoch? Nein, jetzt geh doch den linken Weg. Der war super easy. Du solltest halt nur nicht stehen bleiben, wenn da die Flammen auf dich... Und du solltest über das Schaf halt drüber hinweg... Was machst du da? So. Was machst du? Das geht nicht anders. Doch, geh doch mal da jetzt. Was machst du? Du musst da rechts rüberspringen und dann schnell weiterspringen. Wieso ist das denn jetzt so? Rücken, ich sag doch, es geht nicht. Oh, geh mal her. So, Meister macht's in 2 Sekunden. So. Erstmal kurz ein bisschen in die Steuerung reinkommen. So. Du musst da rüber. Ja, musst du ja auch. Warte, ich geh mich mal fix heilen. Sag mir nicht, ich komme da jetzt nicht wieder hoch. Doch, müsstest du. Nee, der Abstand ist zu weit. Was? Wo prallst du da ab? Du bist doch da eben auch drauf gekommen. Irgendwas ist da gerade seltsam. Siehst du, es geht doch problemlos. Jetzt musste ich für Rybka spielen. Roasted! Ja. Es war so easy. Ehrlich. Glückwunsch. Guck doch mal, was da erstmal rechts ist. Ich glaube, in diese Lampen darfst du nicht rein. Ja. Das war ich jetzt auch. Wenn der Schaf wieder lebt, dann gibt's aber Ärger. Nee, ich glaube, es lebt nicht mehr. Also vor den Lampen bitte wegbleiben. Das sind nämlich dann die Schnitter, die dich kriegen. So, guck dich mal hier um. Was haben wir hier? Mach mal die Karte an, kurz. Wie? Nicht die Taste, die Select-Taste musst du drücken. So. Okay, hier dieses ganze Areal nach oben hin werden wir jetzt mal abklappern. Zone 3. 3 Missionen, 9 Monster, 20% Abschluss. Okay. So, hier kannst du hoch... Ne, hier musst du deinen Wandsprung machen, genau. So, alles abgesammelt, sehr schön. Ne, da musst du hoch. Ne, nein, du musst weiter links.
Ja, sag ich doch. Da musst du hoch. Oder so, genau. Ja, das ist okay, das ist nicht so schlimm. So, dann springen wir hier rechts rüber. So. Wie springst du? Ach, weil wir gedrückt gehalten haben, den Sprungknopf. Wir sind deshalb von der Wand abgesprungen. Das war auch vorhin das Problem mit dem Schaf, wo ich mich gewundert habe, wo wir da immer abprallen. So. Nee, nicht weitergehen. Ich will hier alles absuchen. Oh, du mit deinem alles absuchen. Soll ich jetzt hier runterspringen? Nee, von da unten sind wir gekommen. Du sollst da links rüber. Und ja, ich mit meinem alles absuchen. Ja, scheiße. Das war aus Versehen. Nein! Und es fängt schon wieder an. Ja, du musst dich ja nur ein bisschen rein... Oh. Das war so ein Lack. Was machst du? Ich weiß es nicht. Ich schaue einfach mal gerade zu und genieße, was sie da eigentlich anstellt für komische Sachen. Ja, oder geh hier links halt rum jetzt. Das ist... Ich glaube, du musst da rechts rüber. Boah, das war nicht schlecht. Kriegst du jetzt noch den einen da drüben? Nö. Doch, kriegst du, siehst du? So, jetzt weiter nach rechts, da musst du... Ja gut, dann gehen wir jetzt erstmal weiter, dann hole ich das bei einer anderen Aufnahme nach. Das bisschen Jump'n'Run ist ja nicht so schwer eigentlich. So, ich glaube, du musst hier runter einfach. Ohohoho. Lass dich jetzt bitte nicht auf den letzten Drücker noch schnappen. Bess. Oh, oh. Nick. Ich glaube, mit dem wollen wir nicht erwischt. Oder von dem wollen wir nicht erwischt werden.